Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über Ihr Interesse an meinem Vortrag zum Thema effektive studierendenzentrierte Lehre gestalten. Lassen Sie mich mit einer kurzen Geschichte beginnen, die sich im Sommer 1970 am Lake Tahoe im Norden Kaliforniens in den USA abgespielt hat. Die University of Southern California School of Medicine veranstaltet ihre jährliche Weiterbildungskonferenz, an der überwiegend Psychiater und Psychiatrinnen sowie Psychologinnen und Psychologen teilnehmen. Die Organisatoren haben Dr. Myron Fox als ersten Referenten eingeladen. Dr. Fox wird den anwesenden Experten als Autorität auf dem Gebiet der Anwendung von Mathematik auf menschliches Verhalten vorgestellt. Dr. Fox präsentiert seinen Vortrag mit dem Titel »Die Anwendung der mathematischen Spieltheorie in der Ausbildung von Ärzten« in einem wortgewandten, lebendigen und humorvollen Stil. Auf den Evaluationsbögen gibt die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer an, der Vortrag habe sie zum Denken angeregt. Dr. Fox habe die Inhalte gut geordnet und interessant vermittelt, ausreichend Beispiele zur Verdeutlichung eingebaut und selbst interessiert am Thema gewirkt. Die Geschichte hat nur einen Haken. Dr. Fox ist in Wahrheit ein bezahlter Schauspieler namens Michael Fox. Bekannt unter anderem als Tierarzt Dr. Benson in der amerikanischen Krimiserie Columbo mit Peter Falk. Sein Auftrag im Rahmen dieses wissenschaftlichen Experiments: einen Vortrag zum genannten Thema halten, der inhaltlich keinen Sinn ergeben durfte. Sein Vortrag bestand demnach im Kern aus unklarem Gerede, erfundenen Wörtern, Wiederholungen und widersprüchlichen Feststellungen, die er mit viel Humor und sinnlosen Verweisen auf andere Arbeiten vortrug. Im Kern kam das Dr. Fox-Experiment zu dem Ergebnis, dass ein eindrucksvoller und unterhaltsamer Stil zu insgesamt positiven Bewertungen führen und die Illusion erzeugen kann, etwas Sinnvolles gelernt zu haben, obwohl der Vortragende inhaltlich Unsinn geredet hat. Die Forschergruppe um John Weir folgerte daraus, dass die Teilnehmer durch den Stil von Dr. Fox sozusagen didaktisch verführt wurden. Dieser sogenannte Dr. Fox-Effekt wurde anschließend in zahlreichen weiteren wissenschaftlichen Studien insoweit bestätigt, als sich gezeigt hat, dass auch aus studentischer Sicht der Vortragsstil in der Tendenz nicht selten wichtiger für die Bewertung der Gesamtqualität einer Lehrveranstaltung ist als die lernförderliche Präsentation der Inhalte. Das Dr. Fox-Experiment ist nach wie vor relevant. Es zeigt, dass der Enthusiasmus ausdrucksstark präsentierender Lehrender einerseits und Zufriedenheitsmaße der Studierenden andererseits nicht ausreichen, um zu beurteilen, inwieweit Lehre effektiv ist. Wie lässt sich effektive, studierendenzentrierte Lehre gestalten? Diese Frage ist auch deshalb bedeutsam, weil die Qualität der Lehre einen großen Einfluss auf die Lernprozesse und Ergebnisse der Studierenden hat und aus Sicht der Institution Universität zu den beeinflussbaren Faktoren der Studienleistung zählt. Hinzu kommt, dass heute eine wachsende Zahl von hochschuldidaktischen Serviceeinrichtungen damit betraut ist, die Qualität der Lehre sowie die Lehrkompetenzen der Professorenschaft, des Mittelbaus und der Lehrbeauftragten durch Beratung und Weiterbildung zu verbessern, wohlgemerkt in der Regel ohne eigene wissenschaftliche Forschung und Professuren. Schließlich kann auch eine umfangreicher werdende Ratgeberliteratur dazu, was effektive bzw. gute Hochschullehre vermeintlich ausmacht, nicht darüber hinwegtäuschen, dass hochschuldidaktische Maßnahmen bis heute nur selten von belastbarer, evidenzbasierter Forschung begleitet sind. Im Folgenden skizziere ich zunächst aktuelle Verständnisse von effektiver bzw. guter Lehre und stelle deren Bedingungen anhand eines Angebotsnutzungsmodells in einen Gesamtzusammenhang. Im Anschluss zeige ich ausgewählte empirische Forschungsbefunde zu effektiver Lehre. Der Fokus liegt dabei darauf, was Lehrende an Universitäten und anderen Hochschulen tun können,
um studentisches Lernen zu ermöglichen und zu unterstützen. Sodann stelle ich ein Rahmenmodell zur Gestaltung studierendenzentrierter Lernumgebungen vor, das Lehrende aller Disziplinen bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Lehrveranstaltungen unterstützen kann. Studierendenzentrierte Lehre kann dabei ganz unterschiedliche Formen annehmen, die vom interaktiven Vortrag bis zur Lernbegleitung reichen. In einem Strategiepapier zur Reform der Lehre hebt beispielsweise die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz das eigenständige Lernen, die Studierendenzentriertheit, die aktive Verarbeitung des Wissens sowie die Bedeutung der Gestaltung der Lernumgebung durch die Lehrenden als Kernmerkmale guter Lehre hervor. Dieses allgemein gehaltene Verständnis kann lediglich eine erste Annäherung an das komplexe Konstrukt guter Lehre darstellen. Gegenüber einem einfachen Wirkungsverständnis von Lehre stellen die in der Unterrichtsforschung heute verwendeten Angebotsnutzungsmodelle die Bedingungen effektiver Lehre in einen Gesamtzusammenhang. Übertragen auf die Lernumwelt Universität verdeutlicht das abgebildete Modell, dass Lehr-Lernprozesse und Ergebnisse als komplexes und koproduktives Zusammenspiel von lehrseitigem Angebotshandeln und lernseitigem Nutzungshandeln zu verstehen ist. Es lassen sich drei Ebenen unterscheiden: Angebotsstrukturen, Nutzungsformen und Lernergebnisse. Die zentrale Aussage lautet: Lernergebnisse als fachliche und überfachliche Kompetenzen ergeben sich nicht unmittelbar aus der Gestaltung des Lehrangebots durch die Lehrenden, Kraft deren Lehrkompetenzen, sondern die individuelle Nutzung dieses Angebots durch die Studierenden auf der Basis ihrer Lernvoraussetzungen spielt eine zentrale Rolle. Lehrangebote können ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie von den Studierenden auch produktiv genutzt werden. Was wissen wir darüber, was Lehrende auf der Angebotsseite tun können, um die Lehre effektiv zu gestalten? Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es zunächst einer Differenzierung. Effektiv bedeutet gemäß Duden ja wirksam oder wirkungsvoll. Mit Bezug auf Lehre lässt sich fragen, wirksam in Bezug auf wen oder was? In Bezug auf einen nach außen wirkungsvollen Auftritt als Person, die zum Beispiel ebenfalls virtuos mit zahlreichen Methoden und Medien umgeht, und oder in Bezug auf das Lernen der Studierenden, also auf Lernwirksamkeit. Lernwirksame Lehre meint, Lernumgebungen zu schaffen bzw. das Lehrhandeln danach auszurichten, das verstehenstiefes, fachlich gehaltvolles Lernen ermöglicht und unterstützt wird. Die Studierenden und deren Lernprozesse und Ergebnisse stehen im Zentrum. Unterricht wirkt sich grundsätzlich dann positiv auf den Lernerfolg aus, wenn er eine intensive Verarbeitung der Inhalte im Arbeitsgedächtnis und ihre sinnvoll strukturierte Speicherung im Langzeitgedächtnis anregt. Michael Schneider und Francis Breckel von der Universität Trier liefern aktuelle und systematische Einblicke in empirische Befunde zur effektiven Hochschullehre, indem sie fragen, welche Charakteristika der Hochschullehre und der Studierenden lassen sich identifizieren, die relativ eng mit der Studienleistung zusammenhängen. Mit ihrer Sekundäranalyse liefern die Autoren einen evidenzbasierten Beitrag zur Frage nach der lernwirksamen Gestaltung von Hochschulunterricht, indem sie zentrale Einflussgrößen auf die Studienleistung identifizieren. Ganz im Sinne des prominenten australischen Bildungsforschers John Hattie, der es auf den Punkt bringt: Know thy impact. Kenne deine Wirkung. Die von Schneider und Breckel vorgenommene Forschungssynthese basiert auf 38 Meta-Analysen mit über 3000 englischsprachigen Einzelstudien und fast 2 Millionen Studierenden.
Die Meta-Analysen stammen aus den Jahren 1980 bis 2014. Die Autoren extrahieren daraus eine Rangliste von 105 Korrelaten der Studienleistung und damit potenziellen Lernwirksamkeitsfaktoren. Die 105 Variablen wurden heuristisch zu 11 Kategorien zusammengefasst, die den zwei Hauptkategorien Instruktionsvariablen und Studierendenvariablen zugeordnet wurden. Als Kriterium für die Studienleistung diente der Zuwachs an Fachkompetenz, gemessen anhand von akademischen Leistungstests, ad hoc konstruierten Prüfungen, Noten oder anderen Variablen, wie zum Beispiel ein erfolgreicher Abschluss. 4 verschiedene Effektstufen, gemessen mit Cohen's D, wurden unterschieden. Kein Effekt, kleiner Effekt, mittlerer Effekt und großer Effekt. Zunächst zeigte sich, dass von allen 105 Variablen 87% mindestens einen kleinen Effekt auf die Studienleistung haben. Das heißt, die meisten der untersuchten Variablen hängen mit der Studienleistung zusammen. Vergleicht man die beiden Hauptkategorien, so zeigt sich, dass 69%, also gut 2/3 der Instruktionsvariablen, mindestens mittlere oder große Effekte aufweisen. Demgegenüber sind es bei den Studierenden Variablen 40%. Wobei Intelligenz und Vorwissen die wirkmächtigste Kategorie darstellt. Gefolgt von der Kategorie Lernstrategien, wozu auch die regelmäßige Anwesenheit der Studierenden in der Präsenzlehre gehört. Die drei restlichen Kategorien betreffen die Motivation, die Persönlichkeit und den Lebenskontext der Studierenden. Aus diesen Daten ergibt sich, dass die Fachleistungen der Studierenden durchaus deutlich mit den Lehrhandlungen der Lehrenden zusammenhängen. Von Interesse ist nun, welche konkreten Lehrhandlungen die größten Effekte auf die Studienleistung haben, das heißt lernförderlich wirken. Die linke Spalte dieser Tabelle zeigt die 6 heuristischen Kategorien, zu denen die insgesamt 42 Instruktionsvariablen zusammengefasst wurden. Aus der Tabelle geht hervor, dass die Kategorie soziale Interaktion im Vergleich zu den anderen 5 Kategorien die meisten mittleren und starken Korrelationen mit der Studienleistung aufweist, nämlich 100%. Auf diese wirkmächtigste Kategorie folgen die Kategorien Anregung bedeutungsvollen Lernens mit 78%, zum Beispiel durch die Nutzung fachbedeutsamer und gleichzeitig lebensnaher Lernaufgaben und Lernstandserfassung mit 75% mittleren und starken Effekten auf die Studienleistung. Es zeigt sich zudem, dass Maßnahmen zur Prüfung des Lernfortschritts nahezu ebenso wirksam sind wie solche der Präsentation des Lernstoffs mit 66%. Die Kategorien Technikeinsatz, zum Beispiel Blended Learning Formate, sowie außerkurrikulare Veranstaltungen, zum Beispiel zu wissenschaftlichen Arbeitstechniken, zeigen sich dagegen als weniger wirksam. Die Ergebnisse zu allen 6 Kategorien verdeutlichen, dass wirksame Lehre stark von der Mikrostruktur der geschaffenen Lernumgebung abhängt. Das heißt, davon, was Lehrende in der Lehrveranstaltung tun, nicht als didaktische Showmaster, sondern als Fachexperten und fachliche Lerngerüste sowie als Anreger von Interaktion und Diskursivität. Nachfolgende Auflistung fasst die wirkmächtigsten Lehrhandlungen in den Kategorien soziale Interaktion, Anregung bedeutungshaltigen Lernen sowie Präsentation zusammen. Alle nachfolgend genannten Lehrhandlungen weisen dabei einen großen Effekt auf die Studienleistungen auf. Gute, das heißt effektive Lehrende investieren Zeit und Anstrengung in die Vorbereitung und Organisation der Lehrveranstaltung.
indem sie sich Lehrziele, kognitiv aktivierende Lernaufträge sowie attraktive Gesprächsanlässe vorher überlegen und allenfalls auch Testfragen bereithalten, an denen die Studierenden prüfen können, ob sie ein Lernziel erreicht haben, das heißt etwas nun tiefer verstehen oder besser können. Sie stellen Inhalte klar und verständlich dar, zum Beispiel durch klar strukturierte und sequenzierte Inhalte, die Verwendung von wenigen Schlüsselbegriffen auf Folien oder die Ergänzung eines mündlichen Vortrags durch Abbildungen. Sie wecken bei den Studierenden das Interesse an den Inhalten, indem sie in der Veranstaltung Brücken zu studentischen Interessen, Vorwissen und Erfahrungen schlagen. Gute Hochschullehrende regen die Studierenden zum Stellen von Fragen sowie zu fachlich gehaltvollen Diskussionen an und sind erreichbar und hilfsbereit. Gute Hochschullehrende besitzen sprachliche Fähigkeiten, das heißt, sie präsentieren flüssig und in einem angemessenen Tempo und verwenden eine klare Sprache. Sie zeigen Begeisterung für ihr Fach und für die Lehre, motivieren Studierende, sich mit fachlichen Inhalten auseinanderzusetzen und berichten auch von eigenen relevanten Erfahrungen. Sie geben klare Lehrziele und Leistungsanforderungen vor, die aufeinander abgestimmt sind. Und sie stellen offene, im Gegensatz zu geschlossenen Fragen, zum Beispiel Warum-Fragen, die auf Erfahrungen, Begründungen oder eigene Überlegungen der Studierenden abzielen. Sowohl die Unterrichtsforschung als auch die zitierten hochschuldidaktischen Studien zeigen wiederholt, nicht primär, welche Lehrmethoden oder Sozialformen oder Medien eingesetzt werden, ist entscheidend für deren Lernwirksamkeit, sondern wie ausgewählte Methoden oder Medien in ihrer Prozessqualität umgesetzt werden. Das heißt, die konkrete inhaltliche und didaktische Ausgestaltung der Lernumgebung. Als Hochschullehrende und Repräsentanten einer wissenschaftlichen Disziplin modellieren und vermitteln Sie die Wissens-, Denk- und Diskurskulturen Ihres Faches. Erst eine Hochschule, deren Lehrende nicht nur der Forschung, sondern auch der Lehre sichtbare, nach innen und außen kommunizierte Wertschätzung entgegenbringen, das heißt, die vom Wert einer guten und entwicklungsfähigen Lehre überzeugt sind, ist eine lernwirksame Hochschule. Damit wurde eine weitere kritische Größe, die noch entscheidender ist als das, was Lehrende tatsächlich tun, nämlich die Art und Weise, wie sie über Lehr-Lernprozesse denken und welche Bedeutung sie ihnen zuschreiben, angesprochen. Kurz, deren Lehrauffassung. Lehrende stehen oder sehen die Lehre durch eine Brille, nämlich durch die Brille ihrer Lehrauffassung, und handeln in Übereinstimmung mit ihrem Verständnis von guter Hochschullehre. Ich habe zu Beginn des Vortrags eine Lehrauffassung von effektiver bzw. wirksamer Lehre skizziert, die den Fokus auf die Unterstützung des verstehenstiefen Lernens legt und die Gestaltung von Lernumgebungen sowie die Lernergebnisse hervorhebt. Dieses Verständnis schließt Vorträge und direkte Instruktion ein, beschränkt sich aber nicht darauf. Vor diesem Hintergrund bringt die Sekundäranalyse von Schneider und Breckel in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Unterrichtsforschung noch eine weitere zentrale Erkenntnis hervor. Einem evaluationsorientierten Lehrhandeln kommt mit Blick auf Lernprozesse und Ergebnisse eine wichtige Bedeutung zu. Know Thy Impact heißt auch, das Lernen und Lehren sichtbar zu machen, sodass die Wirkungen pädagogisch-didaktischen Handelns wahrnehmbar werden. Folgende Elemente bezogen auf die Messung und Rückmeldung von Lernergebnissen zeigen die größten Effekte auf die Studienleistung. Die formative Evaluation dient der Überprüfung von Lernständen und Lernfortschritten im Laufe der Lehrveranstaltung. Sie ist darauf ausgerichtet, Informationen zu Lernprozessen der Studierenden in diagnostischer Absicht für ein informiertes und förderliches Lehrhandeln im Vorgang einer Veranstaltung zu nutzen. Die Qualität und Häufigkeit von Feedback, das heißt regelmäßige und zeitnahe
sachlich konstruktive und positiv unterstützende Rückmeldungen mit Hinweisen und Fragen, die zum Weiterdenken und zur Reflexion anregen. Und schließlich eine hohe Qualität von Prüfungen, die beispielsweise gewährleistet werden kann, wenn die Prüfungsaufgaben auf die zugrunde gelegten Ziele der Lehrveranstaltung bezogen werden und mehr erfordern als bloße Reproduktion von Basiswissen, mithin höhere kognitive Anspruchsniveaus wie analysieren, beurteilen oder entwickeln umfassen. Besonders wirksame Lehrende nutzen die gesammelten Informationen und sind nach Hattie bereit, ihren Unterricht beständig zu reflektieren und zu verbessern. Insofern bezieht sich evaluationsorientiertes Handeln nicht nur auf die Studierenden, sondern auch auf die eigene Lehre. Die vorgestellten empirischen Befunde deuten zunächst darauf hin, dass die zentralen Einflussgrößen auf die Studienleistung in der Mikrostruktur der Lehre zu finden sind. In den Details der inhaltlichen und didaktischen Gestaltung der Lernumgebung, das heißt im konkreten Lehrhandeln. Dies bedeutet, dass Stil- und Inhaltsfragen im Verhältnis zu Lehrmethoden und Medienfragen eine besondere Bedeutung zukommt, wenn es um eine wirksame Lehre geht. Dennoch stellen Fachwissen, Enthusiasmus und Ausdruckskraft lediglich notwendige, jedoch keine hinreichenden Bedingungen zur Sicherstellung des Lernerfolgs dar. Die soziale Interaktion, das heißt ein dialogischer, fachlicher Austausch und eine formative, kognitiv aktivierende Lernunterstützung erweisen sich als weitere zentrale Einflusskategorien der Studienleistung. Wesentlich ist hierbei auch die Lehrauffassung der Lehrenden, das heißt, ob die Lehre im Kern als Präsentation von Inhalten oder, wie eingangs zitiert, als Gestaltung von lernförderlichen Lernumgebungen verstanden wird. Ich möchte Ihnen nun im letzten Drittel meines Vortrags ein Rahmenmodell zur Gestaltung studierendenzentrierter Lernumgebungen vorstellen, das Lehrende aller Disziplinen bei der Planung, Durchführung und Reflexion von Lehrveranstaltungen unterstützen kann. Das Rahmenmodell habe ich im Zuge meiner Arbeit an der Habilitationsschrift entwickelt. Eine gekürzte englischsprachige Version ist als Hard- und Softcover im Jahr 2017 bzw. 2018 im Palgrave Verlag in New York erschienen. Das von mir geleitete Student-Centered Learning Lab an der Universität St. Gallen beschäftigt sich insbesondere mit der Frage der Gestaltung effektiver studierendenzentrierter Lehre bzw. Lernumgebungen. Ein kurzer Überblick. Sie sehen hier zunächst das Grundgerüst des Modells, das sich vom klassischen didaktischen Dreieck ableitet. Bei der Gestaltung von studierendenzentrierten Lernumgebungen haben wir es zunächst mit den Inhalten, den Studierenden und den Lehrenden zu tun. Ziel ist es dabei, möglichst sogenannte High-Level-Learning-Outcomes zu fördern, das heißt fachliche und überfachliche Kompetenzen auf hohem kognitiven Niveau, wie zum Beispiel anwenden, analysieren, bewerten oder gestalten. Fachliche Kompetenzen beziehen sich auf Wissen, Können und Überzeugungen, während überfachliche Kompetenzen beispielsweise Lernstrategien, das Problemlösen, soziale Kompetenzen und die Reflexionsfähigkeit betreffen. Das Modell beinhaltet außerdem 5 curriculare Designelemente, die es bei der Planung einer Lehrveranstaltung zu berücksichtigen gilt. Relevante und herausfordernde Lerninhalte und Ziele, flexible Kursstrukturen, partizipative Lehr-Lernaktivitäten sowie adäquate Materialien, etablierte Routinen und Interaktionsnormen. Und schließlich offene Lernaufträge und formatives Assessment. Eine wesentliche Komponente ist zudem die Interaktionsgestaltung. Das heißt, wie die Lehrperson die Studierenden im Unterricht positioniert. In meinen Forschungen basierend auf Fallstudien haben sich folgende typische Positionierungen herauskristallisiert.
die Studierenden als verantwortliche Autoren in Wissenskonstruktionsprozessen, als aktive und vokale Teilnehmende in Lehrveranstaltungen und als verantwortliche Co-Designer der Lernumgebung. Eine besondere Rolle spielt demnach die Bereitstellung von Lerngelegenheiten, die Studierende kognitiv aktivieren, deren aktive Beteiligung anregen sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten schaffen. Die Lehrenden wiederum wenden adaptive Instruktionsstrategien an, um einerseits die individuelle und gemeinsame Wissenskonstruktion zu fördern. Andererseits geht es darum, die Entwicklung einer produktiven und unterstützenden Gemeinschaft von Lernenden zu fördern. Wie bereits erwähnt, sind die Details der inhaltlichen und didaktischen Gestaltung der Lernumgebung und damit das konkrete Lehrhandeln zentral für eine effektive Lehre. Dabei kann grundsätzlich an den genannten Stellschrauben gedreht werden, die Sie hier rechts nochmals eingeblendet sehen und die auch im studierendenzentrierten Rahmenmodell Berücksichtigung finden. Aus Sicht der Lehrperson stellen sich jetzt sicherlich einige Fragen. Zum Beispiel, worauf kommt es bei einem effektiven Design der genannten 5 curricularen Designelemente an? Wie können die Studierenden im Rahmen der sozialen Interaktion als aktive und verantwortliche Teilnehmer positioniert werden? Mit welchen Instruktionsstrategien können Wissenskonstruktionsprozesse sowie die Herausbildung einer produktiven und unterstützenden Lerngemeinschaft gefördert werden? Um diese Fragen zu beantworten, bedürfte es eines hochschuldidaktischen Workshops oder Seminars, in dem für die 5 Designelemente sowie auch für die Kernkomponenten des Modells, nämlich Inhalte, Studierende, Lehrende und Lerngemeinschaft, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Effektivitätsforschung aufgezeigt wird, wie diese im Rahmen der Gestaltung einer effektiven studierendenzentrierten Lernumgebung ausgestaltet werden können. Ich möchte deshalb lediglich exemplarisch die Lehrauffassung herausgreifen, die einer effektiven studierendenzentrierten Lehre zugrunde liegt, weil sie, wie bereits erwähnt, eine zentrale Größe darstellt. So, dann werde ich noch 2 kurze Beispiele zu den curricularen Designelementen aus den von mir an einer US-amerikanischen Universität durchgeführten Fallstudie zeigen. Es lassen sich nach Kember 2 grundsätzliche Lehrauffassungen unterscheiden, nämlich Lehrenden- und studierendenzentrierte Lehrkonzeptionen. Eine Auffassung, die sich an den Studierenden und am Lernprozess orientiert, erweitert das klassische Handlungsrepertoire des Instruierens und Präsentierens, indem die Lehrenden der Gestaltung der Lernumgebung sowie der Lernbegleitung einen größeren Stellenwert einräumen. Es geht um die Förderung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sowie um die Unterstützung der Lernprozesse der Studierenden und nicht so sehr um die Informationsübermittlung. Hier sehen Sie beispielsweise die Kursaktivitäten in den von mir untersuchten 3 Fallstudien. Für jeden Fall sortiert nach Zeitaufwand im Unterricht. Wie man sieht, waren die meisten Kursaktivitäten hier in grün, auch von Diskussionen in gelb, begleitet. Die Grafik zeigt, dass die Studierenden in durchschnittlich über 82% der Unterrichtszeit aktiv beteiligt waren und selbst mitdenken mussten. Vorlesungen, sogenannte Lectures, dauerten zwischen 1 und 24 Minuten, im Schnitt 5 Minuten am Stück. Die Studierenden haben sich beispielsweise im 3. Fall anhand von Leitfragen Selbstwissen in sogenannten Article Discussion Groups erarbeitet und Ergebnisse anschließend im Plenum diskutiert. Diese Aktivität macht in diesem Fall 42% der Unterrichtszeit über ein Semester hinweg aus. Abschließend sehen Sie hier einen Auszug aus den Interaktionsnormen bzw. Seminarregeln aus der 2. Fallstudie, die zu Seminarbeginn von der Lehrenden sowie den Studierenden gemeinsam vereinbart wurden. Prepare, listen, cultivate an open mind, contribute und so weiter. Diese Verhaltensregeln legten von Beginn an die Erwartungen offen und unterstützen sowohl das gemeinsame Lernen als auch die Herausbildung einer Lerngemeinschaft im Fortgang des Semesters. So, nun hoffe ich,
dass ich sie etwas für eine effektive, studierendenzentrierte Lehre begeistern konnte und ihr Interesse geweckt habe, noch mehr über die Gestaltung effektiver, studierendenzentrierter Lernumgebungen zu erfahren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.